Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erkunden, dann War Within. Und hier haben wir das Achievement Zurück zur Mauer. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Rettet 50 gefangene Arati vom Ende der Arati. Und da müssen wir 50 Eingesponnene müssten es sein, retten. Das können wir aber nur machen, wenn wir auf einem gewissen Queststand sind oder vielleicht auch bei einer World Quest. Ich habe aber tatsächlich noch keine World Quest gesehen, wo das möglich ist. Dementsprechend müssen wir das ein bisschen frei questen. Da ich mit Main schon alles durchgequestet habe und ihr das wahrscheinlich vielleicht auch schon gemacht habt, zeige ich euch jetzt mal, welche Quests wir machen müssen. Es müssten 2 oder 3 Quests sein, also es ist nicht viel. Und ja, wir befinden uns einmal in Ashkahet. Und zwar hier in dem Lager auf den Koordinaten 59, 19. Und dort ist es so, dass wir jetzt die erste Quest annehmen müssen. Und das ist, so wird das ablaufen. Und die müssen wir jetzt erstmal annehmen. Und dann erklärt die uns hier einmal den Plan. Wenn wir uns dann den ganzen Dialog angehört haben, beziehungsweise ihr Schild und das Säckchen gebracht haben, kriegen wir quasi die nächste Quest, beziehungsweise die eine haben wir davor abgegeben, dann gibt es die nächste und die heißt nach Aratis End. Und die müssen wir jetzt quasi als nächstes einmal angehen. Für die nächste Quest müssen wir halt eigentlich nur ein paar Meter weiter fliegen, dann können wir sie direkt wieder abgeben. Und jetzt kriegen wir hier ein paar neue Quests und die richtige müsste auch dabei sein. Jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3. Jetzt muss ich mal gucken, welche jetzt genau die richtige war. Das müsste diese Invasion sein. Störung der Invasion. Jetzt gucken wir mal, haben wir die bekommen? Störung der Invasion, genau. Da müssen wir den Balken füllen. Und wir haben jetzt hier diese NPCs dabei. Und in dieser Quest müssten wir die Arati jetzt einmal befreien können. So, dala. Also ich habe mir jetzt noch 2 Makros rausgesucht. Zum einen habe ich mir die Spots rausgesucht, also die Waypoints. Das können wir jetzt mal kurz aktivieren. Oh, bevor der mir das klaut, muss ich den mal kurz aufmachen. Das sind nämlich jetzt diese Arati-Kollegen. Also die müssen wir aufmachen. Am besten macht ihr einen Schlachtzug auf, dass ihr die Quest nicht versehentlich abschließt. Das habe ich jetzt auch mal noch kurz gemacht. Und jetzt seht ihr, hier haben wir diese ganzen Waypoints, die fliegen wir jetzt mal ab. Hier sind halt jetzt blöderweise gerade noch andere Leute. Der eine, der klaut mir die jetzt hier weg. Also hier haben wir zum Beispiel auch noch einen. Wenn ich den jetzt anquatsche, zählt das dann auch? Mögen die Schatten. Ah ne, das ist glaube ich ein besonderer. Das ist hier für die Quest. Also hier ist auf jeden Fall ein Spot. Dann hier habe ich eben einen mitgenommen. Hier hatten wir eben einen. Ich werde euch das Makro dann einmal auch reinposten. Ach, seht ihr, hier haben wir auch nochmal 2. Ich hätte das Ganze mit dem Druid machen sollen, sehe ich gerade. Na gut, hier sind jetzt halt einige Gegner. Die machen wir jetzt mal kurz noch weg. Und das zweite Makro, was ich jetzt hier noch reingepostet hatte, das ist quasi ein Makro, wo ihr seht, wie viel ihr gekillt habt. Blöderweise wird es nämlich im Achievement nicht angezeigt oder nicht gekillt, sondern wie viel ihr gesammelt habt, ne? Und, warte mal, kann ich euch das kurz einmal zeigen? Das Deckblatt machen wir jetzt mal kurz weg. Wenn ich das Makro drücke, dann steht hier 8 von 50. Und, ja, die Geschichte ist, ich habe hier meine anderen Accounts noch mitgenommen, denn es zählt für jeden Account eigens. Und ich kriege dann, wenn ich einen aufmache, 4. Also, ihr persönlich, wenn ihr jetzt halt nur einen Account habt, dann müsst ihr halt die 50 mal anklicken. Die spawnen vermute ich auch nach, ne? Ihr könnt auch, wenn ihr das mit dem Schlachtzug nicht machen wollt, könnt ihr auch einfach die Quests, kurz bevor ihr es voll habt, abbrechen. Ne? Das ist vielleicht die einfache Option, wenn ihr jetzt da keinen habt, den ihr quasi in Schlachtzug einladen könnt. Genau, und mehr ist es eigentlich nicht. Wir fliegen jetzt vielleicht mal noch die Spots ab, schauen uns das an. Also da soll theoretisch noch einer sein. Hier hinten, achso, da, den hatte ich jetzt nicht mitgenommen. Den nehmen wir noch kurz mit. Noch einen. Dann hier, den hatte ich, glaube ich, vorhin schon aufgemacht. Auch mal gucken, wie lange das braucht zum Nachspawnen. Okay, anscheinend jetzt nicht sonderlich schnell. Schau mal, wie viel habe ich? Ich habe jetzt schon 16, ne? Na, das geht schon ganz gut. Vorteil habt ihr halt dann, wenn hier kein anderer rumspringt, ne, und ihr weniger Konkurrenz habt, dementsprechend. Dann gucken wir jetzt hier noch. Ah, nee, das ist ein Erz, das ist kein Eingesponnener, aber hier hätten wir noch einen Eingesponnenen. Ihr habt übrigens hier so NPCs dabei, ne? Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Falls ihr jetzt denkt, oh, das sind Elite-Mobs, die kriege ich allein nicht down. Ihr habt quasi diese Quest-NPCs am Start und die hauen auch ganz gut rein eigentlich. Und die tanken theoretisch das auch weg. So, da hätten wir noch einen.
Dann schauen wir jetzt da hinten. Ne, da ist keiner. Da wirst du auch abgemountet, wie ich gerade sehe. Und hier oben sind jetzt noch ein paar Spots. Da werde ich jetzt mal noch gucken. Hoi, hat man den nicht aufgemacht gerade? Wirst du eben nachgespawnt. Okay. Ah, guck mal, da ist wieder ein anderer Spieler, der da auch unterwegs ist. Gut, da hätten wir jetzt noch einen Teil. Ich glaube, ich mache jetzt den Schlachtzug wieder raus tatsächlich. Dann kann ich hier mit den Twinks die Quest danach nur abgeben. Dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen EP, ne, so nebenbei und noch was leveln. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Ich kann euch übrigens empfehlen, das mit Lone Chars zu machen, die vielleicht noch halbwegs gutes Gear haben. Die skalieren dann halt auch recht gut, ne? Also die Elite Mobs haue ich jetzt mit dem Tank relativ zügig auch weg, also das geht ganz gut. Wenn ihr da natürlich einen low-equippten 80er habt, dann macht er weniger Schaden im Verhältnis als einen gut-equippter 70er. Hier ist nur einen neutralen, also da haben wir auch noch einen Spot. Dann haben wir jetzt hier noch einen. Und da oben müsste dann der letzte sein, dann haben wir alle durch. Ich würde sagen, ich fliege dann nochmal nach unten und dann gucken wir mal, ob das vielleicht auch schon wieder nachgespawnt ist, das ganze Zeug. So, der muss anscheinend hier irgendwo... Ach nee, der ist da oben, ne? Schau mal, hier sind sogar auch ein paar Spots jetzt mit dabei, die ich nicht hatte bei WoW Head, ne, auf den Koordinaten. Den hier, dann haben wir da oben noch einen. Da sind sogar auch nur lauter Non-Elite-Mobs. Die kriegt man auch ein bisschen schneller noch weg. Okay, dann haben wir das noch. Schau ich mal rein. Ich bin schon bei 44, aber wie gesagt, ich krieg halt immer mal Faktor 4, ne? Weil ich halt die anderen Accounts mitziehe. Die sind halt auf demselben Battle.net-Account. Und das ist halt immer eine relativ schöne Sache bei so Achievements, die diesen blauen Rahmen da oben haben. Denn dann zählt das halt alles komplett für einen Battle.net-Account. Gut, also ich glaube, wir waren jetzt auf allen Spots. Das Ding ist auch schon wieder nachgespawnt. Okay, wunderbar. Das ist, glaube ich, das erste, das ich aufgemacht hatte. Und jetzt schauen wir mal da unten. Die hat mir der andere vorher weggeklaut. Das ist auch schon wieder gespawnt. Also das scheint relativ easy zu sein. Ihr müsst halt dann wahrscheinlich ein paar Mal hoch und runter fliegen. Und tada, da ist dann auch schon mal ein Achievement. Gut, das war's mit einem kleinen Achievement Guide. Heißt, zwei Vorquests machen und dann hier die eingespinnten Arati rausholen. Das war's mit dem Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.